Insanity, meine Besten, hier ist für euch Marc und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Wario Land, Super Mario Land 3. In der letzten Folge sind wir hier durch den Stove Canyon gelaufen, hier vom Eingang über diverse Lavasteine und Brücken, hier dann über die Lorenpfade noch hin zum Bossgegner. Aber den Bossgegner, meine Besten, wollen wir uns heute nicht vornehmen, denn zunächst haben wir hier noch... Oh ja, ich finde das ziemlich cool, dass hier, dass das noch im Vordergrund ist, diese Grafik von dem, von den Felsen. Ja, hier wollen wir heute hin. Hier, dafür haben wir gekämpft am Ende der letzten Folge und, ja. Probieren wir es einfach mal. Und wir sehen schon, hier direkt wird uns der Schatz des Stove Canyon angeteasert. Wir hatten ja bisher wirklich relativ wenige. Aber ganz im Ernst, das finde ich eigentlich auch eine ziemlich coole Designentscheidung wieder. Dass, ja, dass im Stove Canyon nicht viele Schätze lagern, denn ich meine, wir müssen bedenken, letzten Endes, ja, warum sollten die Piraten in einen derart gefährlichen Ort, wo überall alles zerfällt und wo so viel Lava ist und so viele Dinge, die sie selber nicht kontrollieren können, warum sollten die da ihre Schätze verstecken? Da kommen die ja gar nicht selber ran. Nee, hier können wir auch noch nicht lang. Ich habe das Gefühl, wir hätten eben schon unten in diesen einen Raum gehen sollen. Das hier ist nämlich tatsächlich mal so ein kleines, richtiges Puzzle-Level, wie wir es bisher kaum hatten in Wario Land. Wie es, wie gesagt, wie es dann spätere Teile eher mal machen. Der hier aber noch nicht ganz so sehr, jo. Und da müssen wir jetzt den Schalter aktivieren und darauf basiert eigentlich alles. Finde ich eine coole Sache. Also eigentlich ist das Level sehr kompensiert. Es gibt halt aber diese, ja, ganzen verschiedenen Räume, in die wir rein können und auch rein müssen. Um beispielsweise diesen Schlüssel zu bekommen, beziehungsweise vor allem diesen Schlüssel zu bekommen. Darum geht's uns ja eigentlich. Aber finde ich ganz cool. Also hier sind halt, ja, ne, wie ihr seht, so relativ sichere Höhlen. Die kann man ganz gut, ja, durchlaufen. Und wir wissen ja auch, die sind ja auch relativ... Ah ne, damit kommen wir leider doch nicht hoch. Die sind ja, wie wir wissen, auch, ja, recht gut geschützt. Da gibt's doch so einen zweiten Durchgang und so weiter. Da kommt nicht einfach jeder hin. Ne, und... Ich meine, wir müssen auch wirklich bedenken, bis auf so ein paar kleine Fußsoldaten letzten Endes, hatten wir hier auch relativ wenige Gegner bisher. Jetzt kommen die mal. Aber ein Großteil der Hindernisse, die wir hatten, das waren tatsächlich diese Fledermäuse, von denen ich nicht wirklich sicher bin, ob die zu den Piraten gehören. Und ja, halt so die Umgebung einfach. Ne? Einfach, dass wir schwierige Sprünge hatten, dass wir gucken mussten, dass wir irgendwie vom... A nach B kam, ohne dass da wirklich großartig die Piraten was gegen uns machen mussten. Also ja, das hier ist halt ein wirklich wildes Gebiet letzten Endes. Das haben die für sich noch nicht mal richtig erschlossen und dementsprechend macht es natürlich viel Sinn, dass die ihre Schätze dort nicht verstecken. Im Gegensatz zu zum Beispiel... um Gottes Willen, ach, der Schlüssel kann sogar die Minen aktivieren. Das ist eher gut, das macht irgendwie Sinn, weil der auch mit Gegnern interagieren kann. Na gut, ja. Es macht halt Sinn, dass zum Beispiel im Sherbet Land, dass sie da ihre Geschichten hatten. Um Gottes Willen, das war jetzt aber auch echt fies. Also, dass sie da ihre ganzen Schätze versteckt hatten, weil das hatten sie sich halt erschlossen. Ne? Das war so ein bisschen außerhalb und so weiter, damit auch, ne, nicht direkt jeder alle Schätze finden kann und so weiter, wenn er denn auf die Insel kommt. Ne, damit sie wirklich so ein sicheres Gebiet noch haben, aber... Ja, davon abgesehen, ah, Mist, nee, da hätten wir jetzt natürlich den Schalter eben wieder gebraucht, um Gottes Willen, also muss ich nochmal zurückrennen. Na, das nervt jetzt gerade so ein bisschen, ist halt etwas langwierig gemacht, wie ich finde, nicht super top design, wäre eher schön gewesen, wenn sie überall so einen Schalter platziert hätten. Ist jetzt auch nicht super schlimm, weil wir haben ordentlich Zeit eigentlich auf dem Konto und, ja, insofern, ne. Aber ist halt, wie gesagt, so eine kleine Designsache, die mir einfach auffällt und generell fällt mir jetzt immer mehr auf, wie es mir vorher gar nicht groß in den Sinn gekommen ist, wie klasse dieses Spiel tatsächlich auch designt ist, auch von solchen kleinen Elementen halt, ja, von dieser, ja, diese ganze Weltenverbindung, da habe ich vorher ja auch schon zur Genüge drüber geredet, aber es fällt mir halt immer wieder an jeder Ecke nochmal auf in diesem Spiel, dass das hier einfach wirklich, wirklich gut gemacht ist. Und wieder gerade halt für ein Gameboy-Spiel. Und ich kann kaum aufhören, darüber zu reden, weil es mich immer wieder so erfasst, dieses Bemerken davon, wie das hier alles, ja, wie das alles designt ist. Und dass da wirklich darauf geachtet wurde, dass wir wirklich über diese Insel gehen. Die Sachen sind nicht einfach da wie in Mario, sondern die sind halt, ne, das macht halt irgendwie in sich zumindest einen gewissen Sinn.
Genauso wie dieser Pokal. Ich finde, der Pokal macht Sinn. Sehr viel Sinn sogar. Ja. Und damit haben wir über die Hälfte der Piratenschätze gefunden. Ja, wie gesagt, ne? So viele gab es im Storf Canyon jetzt nicht, aber wir hatten ja dann vorher auf dem Mount Teapot vor allem und, wie heißt es, beim Dingeling auf Sherbet Land hatten wir auch einige gefunden. Jo, und hier gibt es nichts zu finden, außer... Ach gut, ich wusste gar nicht, dass das Tür öffnen, dass das die Gegner leben kann. Geil. Naja. Ich war mal wieder bescheiden, habe nach dem ersten Mal, da hatte ich dann gewonnen, dann habe ich gesagt, komm, lass es gut sein, weil ich glaube, ganz ehrlich, hätte ich das öfter gemacht, dann hätten wir insgesamt schon mehr als fast 4000 Münzen und ich weiß nicht, ich glaube, das würde uns allen eigentlich doch besser gefallen. Aber ja, meine Besten, ich glaube, es wird Zeit für den Boss von Stove Canyon. Ich finde diese Musik immer noch geil. Wirklich bedrohlich, passt einfach sehr, sehr gut zu dieser Welt, die ja, die in sich einfach so bedrohlich wirkt letzten Endes. Auch hier wieder diese ganzen flammenden Kissen, die wir hier haben. Ich weiß nicht, die Dinger finde ich immer noch irgendwie putzig. Das ist so, als würde diese ganze Welt mit uns Kissen schlachten. Den Drachen, den möchte ich jetzt, glaube ich, nicht einsetzen. Ich hoffe, da beiße ich mir jetzt nicht gerade selber mit in Arsch. Und oh ja, das hier ist echt eine fiese Stelle. Ich bin hier schon mal einfach gestorben, einfach so, weil das Spiel sich gesagt hat, ja, nee, jetzt kommst du da gerade nicht durch. Also da ist wieder diese Collision Detection. Absolut nichts für mich, muss ich sagen. Ich halte da, wenn ich da runterspringe, immer noch nach oben gedrückt, während ich nach rechts halte. Einfach, weil ich so das Gefühl habe, das hilft irgendwie ein bisschen. Weil ich dachte, ich bin da schon mal gestorben, obwohl ich nichts dafür konnte. Ich bin einfach rechts runtergegangen und dann war ich halt irgendwie, ja, keine Ahnung. Dann hat Wario sich da nicht in die Lücke begeben und das hat mich wirklich, wirklich genervt, muss ich sagen. Jo, die Dinger fangen jetzt wieder an, sich hier runter zu bewegen und wieder rauf zu bewegen. Gefährliche Geschichte. So, ist aber alles machbar eigentlich, wenn man muss halt wirklich dann auch flott von A nach B springen. Und hier möchte ich aber so rüber und der wird jetzt auch wieder runtergehen. So, also jetzt gerade versuche ich so ein bisschen safer zu sein, als ich es vorher vielleicht war. Ah, okay. Das war gemein. Genauso wie diese Brücke generell gemein ist. Die fällt runter. Aber ja, ihr seht, also dieses letzte Level ist halt wirklich jetzt so eine, ja, so ein Potpourri aus allem, was wir bisher so erdulden mussten in diesen ganzen verschiedenen Welten. Wir haben die Flammenkissen, wir haben normale kleine Gegner, wir haben auch die zerfallenden Brücken und so weiter. Wir hatten jetzt die Plattformen, die sich hoch und runter bewegt haben. Ich habe übrigens das Gefühl, das Spiel kommt manchmal nicht damit hinterher, zu laden, ob jetzt über ein Brückenteil gegangen wurde und ob das runterfallen sollte oder nicht. Aber meine Besten, wir sind jetzt beim Boss. Und das hier ist das größte Arschloch überhaupt. Funfun heißt der. Der hat aber nichts mit Fun zu tun, sondern hiermit. Der wirft uns seine Popel entgegen, letzten Endes seine brennenden. So, und ihr seht schon, der versucht also hier mit seiner spitzen Zunge, seiner Zungentechnik, die er hat, versucht er uns davon zu überzeugen, doch mal in die Lava zu gehen. So, wichtig ist, wir können diese Schleine, die er auf uns schießt mit seiner Nase, das ist voll eklig, die können wir nicht sofort anfassen, sondern wir müssen, ja, warten, bis die einmal auf dem Boden aufgekommen sind, damit die nicht mehr brennen. Ansonsten verletzen wir uns. Ist an sich einer der Bosse, den kann man noch mit am einfachsten mit dem kleinen Wario besiegen. Stier-Wario ist aber definitiv nicht verkehrt, weil der eben auch von der Schlägerkerle nicht davon beeinflusst wird, wenn er was trägt. Und ihr habt auch gesehen, der hat also auch versucht... Nein, das lasse ich. Das ist mir einfach zu viel Geld. Der hat also auch versucht, die ganze Zeit unser Footing zu zerstören. Die Plattform, auf der wir sind, der hat es jetzt nicht geschafft. Aber bei meinem Probedurchgang hatte ich einfach richtig Probleme noch mit der Wurfmechanik, mich dran zu gewöhnen, wie genau ich auf den werfen muss, weil der ist ja auch in der Luft und so weiter. Ach, die Sachen glänzen also schön. Und da hatte ich also richtige Probleme gegen den, weil ich habe ihn einfach nicht getroffen. Und irgendwann werdet ihr sterben. Irgendwann wird er die ganzen Plattformen zerstört haben. Die kommen nicht nach. Und ja, früher oder später, wenn ihr nicht in der misslichen Lage seid, dass ihr gegen ihn springt, weil ihr über ihn springen müsst, um zur nächsten Plattform zu kommen, ja, dann werdet ihr wahrscheinlich einfach auch die Steine, die er wirft, die Popel, die werdet ihr nicht mehr kriegen können und so. Und das ist einfach fieser Bosskampf. Also da muss man wirklich schnell sein. Und das ist deswegen auch, finde ich, einer der schwersten Bosse, definitiv. Aber man merkt also, die werden schon so ein bisschen schwerer. Die werden schon so ein bisschen schwerer. Aber ja, meine Besten, wir sind jetzt hier bei der
SS Teacup. Finde ich einfach eine, ja, die SST-Tasse. Also das Pendant, so sozusagen das Pendant, das Pendant zum Mount Teapot letzten Endes und das Flaggschiff der Zuckerrohrpiraten. Ja, mit so einer richtig schönen sinistre Musik und meine Besten. Ich würde sagen, das reicht jetzt auch für eine Folge. Der SST-Cup nehmen wir uns dann in der nächsten Folge direkt an. Und in dem Sinne, ich bin Marc, ich hoffe sehr, diese Folge von Varioland hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.